Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen. Einzeln sind diese Sportarten für die meisten schon anstrengend genug. Die Teilnehmer bei dem 9. Parchimer Triathlon beherrschen alle drei Disziplinen und das auch noch hintereinander weg. Am Samstag, dem 26. August, konnten sich die Zuschauer bei besten Wetterbedingungen am Wockersee davon überzeugen. Mit 112 Einzelstartern, 24 Staffeln und 12 Schülerteams waren Jung und Alt bei dem sportlichen Event vertreten. Nicht nur Vereinsmitglieder durften antreten, auch Hobbysportler nahmen gegeneinander an dem Wettkampf teil. Birger Nickel, Inhaber des Fahrradhandels Zweirad Nickel, veranstaltet die Sportveranstaltung bereits seit 9 Jahren. Er weiß also quasi, wie der Hase läuft und ist auch in diesem Jahr sehr zufrieden mit den hohen Teilnehmerzahlen. Den Vereinssport wollen wir nicht so. Wir wollen mehr den Hobbysportler animieren, bei uns teilzunehmen. Deswegen haben wir eigentlich mehr Augenmerk auf die Hobbysportler noch gelegt. Wir machen auch diesmal wieder eine einzelne Wertung für die Hobbysportler, damit wir den Hobbyfaktor nach vorne pushen. Und wir haben halt dieses besondere Augenmerk auf die Kinderstaffeln gelegt, weil wir da in die Zukunft sehen, weil wir das gerne mit den Kindern machen wollen. Die Erwachsenen kommen eh und deswegen sind wir froh, dass wir so viele Kinder dieses Jahr hatten. Da sind wir ganz stolz drauf. Abgesehen von dem grünen Algenteppich auf dem Wockersee herrschten perfekte Wettkampfbedingungen. Nach den Schülerstaffeln ging es los mit den Vereins- und Hobbysportlern. 500 Meter Schwimmen, 25 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen hatten die Sportler vor sich. Durchsetzen konnten sich in der Hobbyklasse der Männer Norbert Weinrich aus Ludwigslust mit einer erstaunlichen Gesamtzeit von knapp 1 Stunde und 10 Minuten. Neben den Einzelsportlern konnten die Männer und Frauen auch in Staffeln antreten. Dabei teilen sich Teams von insgesamt 3 Sportlern die Disziplinen auf. Viele Teams, wie das von Christian Reuter aus Parchim, treten an, um zu gucken, was möglich ist und vor allem eins, Spaß zu haben. Wir sind quasi so eine alte Herrenbrigade, bestehen aus 3 Leuten. Und da haben wir mal aus Gaudi gesagt, dann machen wir einfach mal mit. Und dann haben wir mal geguckt, wer kann so ein bisschen was. Und dann haben wir uns zusammengewürfelt und ja, das ist dabei rausgekommen. Also gab es eine Strategie oder eher nicht so? Naja, Strategie ist einfach Überleben. Ne? Anders bei Frank Balke. Der ist schon seit fast 30 Jahren Triathlet und somit schon Profi. Trotzdem steht auch für ihn bei dieser Veranstaltung nicht das Gewinnen im Vordergrund. Neben dem Spaßfaktor kann er vielleicht auch dem einen oder anderen Neuling einen guten Tipp mitgeben. Ja, zum einen, da ich den Birger Nickel sehr lange kenne, wir hier mit einem ansässigen Getränkeunternehmen diese Veranstaltung unterstützen, haben wir gesagt, also auch mit Getränken unterstützen. Habe dann auch gesagt, okay, auch als Teilnehmer, jetzt in dem Fall als Staffel, werde ich das Ganze auch mit begleiten, um auch gerade den Leuten, die jetzt neu dabei sind, den Einstieg hier finden, auch ein bisschen Unterstützung zu geben. Neu war dieses Jahr die olympische Distanz. Hier wurden die Strecken verdoppelt und die Profi-Triathleten versprachen einen spektakulären Wettkampf. Im nächsten Jahr feiert der Parchimer Triathlon dann 10-jähriges Jubiläum. Die Besucher können sich dann also auch 2018 wieder auf spannende Rennen und auf das Anfeuern neben der Strecke freuen. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.